Hey Insektenfreunde, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, die Käfer sind jetzt da. Diese widerlichen Viecher, aber die sind alle recht leicht zu besiegen, nur treten sie halt echt in Massen auf. Alter. Das wird spaßig hier. Und bist so eine kleine feige Sau, weil du halt alles hier auf mich schickst und nicht selber irgendwas machst. Es muss einen Weg geben, die Brücke zu senken. Das hat das hier echt zerspringt, ne, wenn man drauf schießt. Oh nein, ja, die Stelle. Ah! Oh nein. Sagt mir, ja. Man kann die auch ganz easy mit dem Messer besiegen. Warte mal, mein Messer ist fast kaputt. Der dumme Penner. Geht so schnell kaputt. Oh crap. Oh
dummen Scheißer. Alter! Oh! Horn des Einhorns. Mann, das war stressig. Das war richtig stressig. Das war's jetzt aber auch, ne? Ein schönes Messer. So. Erstmal mache ich mir Bolzen. Nee, oder? Erstmal lieber Flinte. Und Gewehr. Ja. Krass, 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 krass. Klink. Klink. Ist das übel, sprach der Dübel. Und dann erstmal die ganzen Zombies weggesplattert. Oh, ist das schon jetzt. Oh, da ist schon der Thronsaal. Warte mal da. Warte mal. Aha. Dann Messer. Oh. Oben war noch ein Bolzen, aber da komme ich nicht mehr ran. Ashley! Die Facepaint! Nein, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte, fahrt fort. Nein! Nein! Spacko! Liebes, glaub mir, die Qualen wären nur... noch unerträglicher. Bitte, bitte, ja! Scheiße! Nos despedimos, señor Kennedy. Alter, weiß ich, wie weh das tun muss, sich an der Kette so festzuhalten. Er ist halt der krasseste. Also ich meine, selbst mit Handschuhen, ne, tut das richtig weh. Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Der ist aber auch unkaputtbar, dieser Kerl. Leon, die krasseste Sau. Guck mal, diese Spitzen hier an überall. Mit so einer Dreck-Sparta-Grube. Na, warte, wenn ich hier rauskomme, ne? Na, auch so erledigt? Die Sprüche, Alter.
Warum hat er seine eigenen Kultisten hier runtergeworfen? So aus Langeweile oder was? Zockt er noch, oder? Das nenne ich mal eine Punktlandung. Oh, ich hab da was gesehen. Die gelben Augen, ey. Scheiß Viecher. Was ist das? Es ist auch dunkel hier, Mann. Hm. Ja, das ist derselbe Weg. Ich frage mich auch, in welchen Körperteil die sich die Pinzetten reingesteckt haben. Ob sie da so rausfallen? Fisch? Hier gibt's Fische. Da muss ich mal gleich nochmal gucken, ob ich da ein paar Fische übersehen habe.
Was fressen die eigentlich hier unten? Ist da vielleicht was von den Menschen hier übrig bleibt, ja? Keine Fische mehr. Doch. Au! Rellen Arsch. Ich brauch dringend die Weste wieder. Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lange ist es her, seit ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger, der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischte, war Herminio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte, doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abelardo zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden werden. Oh Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Ja. Ich meine, die hätten sich ja auch aufessen können gegenseitig, oder? Ja, noch mehr? Nee. Was kaputt. Ja. Bald habe ich sie voll, die Lebensenergie. Oh shit, es wird immer schlimmer. Okay. Okay. Oh, ein Glück ist da wohl ein Händler. Vom Besten. Hey. Willkommen. Wie kann ich dich begeistern? Mir fehlt nur noch ein Spinell. Ah, shit. Und Lux.
Ich kaufe fast. So, warte. Ja, Mist, hier fehlt auch wieder eine andere Farbe. Und ich habe noch einen kleinen Schlüssel. Der wäre jetzt halt. Ah, der wäre für die Burgmauer noch ganz gut gewesen. Besten Dank. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Wie Geld das kostet, dieser Quatsch. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Komm jederzeit wieder. Das ist ärgerlich. Aber die gilt doch nur. Hä? Da. Ja, ich kann es nicht mal. Oh, man kann es auch so an die Aufbewahrung. So. Geht das weiter? Kann ich irgendwas machen? Nur 6. Oh. Kann ich hören? Komm mal. Ich habe trotzdem schon eine Menge übersehen, schätze ich mal. Oder überhört. Antragsteller Isidro Uriarte Talavera. Tag der Einbauarbeiten, 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monat beantragten Flüssigkeits-Stickstoffduschen für Notfälle ist abgeschlossen. Warnung: Flüssigstickstoff ist extrem gefährlich. Fahrlässiger Gebrauch kann Blindheit, Frierungen und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Hahaha. Hab ich Schiss, ey. Flüssig, dich da. Davon halte ich mich lieber fern. Ja, das killt uns wahrscheinlich direkt. Chroniken der Arbeit 3. Mai, 9 Jahre nach meiner Bewachung. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Wehen der Wiedergeburt durchleiten zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich. Ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihr Henker sein. Ihr Verdugo. Ja. Und damit haben wir auch schon den Namen von dem, wovor ich ein bisschen Angst habe. Hä? Seh's nicht. Hier. Diese Leute sind doch gestört. Oh ja.
Stromversorgung, Vorrichtung außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des Aufzugs unterbrochen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes wiederhergestellt werden. Ja, da hinten. Komm, du Sau. Boah, diese Drecksau, ey. Alter! Ich hol mir die Hosen gleich! Was war das? Alter! Ja, super! Was willst du tun? Was willst du tun? Ich bin ausgewichert.
gekitzelt, was? Drecksvieh! Alter, ist das Vieh unzerstörbar oder was? Braucht Nachschub. Ja! Endlich ein bisschen Ruhe. Goldenes Monokel. An dein Herrchen. Tote Schusshunde beißen nicht. Alter, hat ja auch nur 12 Schuss Magnum und eigentlich alles, was ich hatte, gekostet, ne? Hup, da ist er. Gut, Leute, ich gehe speichern. Ich mache mal ein bisschen Pause. Das war jetzt ein sehr langer Part. Ja, danke fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns wieder. Oder mache ich den anderen Verdugo platt? Haha, kann nicht mehr zurück. Naja, mache ich halt so eine Pause. Gut, Dankeschön, auf Wiedersehen.